Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. Ich habe es endlich mal geschafft. Ich war in der Zwischenzeit ein wenig leveln. Also nicht wirklich leveln, es ist jetzt natürlich ein Nebeneffekt, dass die Leute mitgelevelt wurden. Ich habe von jedem versucht, die Limit auf Maximum zu bringen. Ihr seht, es hat noch nicht bei jedem geklappt. Mein Wichtigstes war aber eigentlich, dass ich die Materien level und es sieht jetzt zwar ziemlich unordentlich aus, aber das sind nur noch alle Materien, abgesehen von denen ich brauchte eine Genesung, die gelevelt werden müssen. Alle anderen, wirklich komplett alle anderen, habe ich fertig gelevelt. Ihr seht, es sind fast nur noch die Aufrufsubstanzen und hier so ein vereinzelte Materien. Alle anderen sind, wie gesagt, fertig gelevelt und ja, ich werde das jetzt aber erstmal anlassen. Jetzt gucke ich mal ganz kurz nebenbei auf die Uhr, okay, und wir wollen in diesem Part uns mal um diesen Wald widmen, den wir kümmern, der hier jetzt freigelegt wurde durch den Sturz von, ja, schon wird man wieder unterbrochen, wie gesagt, durch den Sturz von Ultima Weapon und wir können jetzt frei zugänglich diesen Wald betreten. Ich war noch nie dort, also auch wo ich damals gespielt habe, war ich noch nie in diesem Wald. Also das ist jetzt wirklich komplett neu für mich. Ich habe mir ungefähr mal durchgelesen, was wir hier machen müssen. Ich weiß nur, dass es ein Jump'n'Run ist mehr und dass man hier Mücken und Frösche sammeln kann scheinbar. Ah, jetzt wird es uns ja auch erzählt. Du kannst Insekten und Frösche freilassen, indem du die OK-Taste drückst. Die Reaktion der Insekten und Frösche hängt davon ab, wo du sie freilässt. Versuch es also an verschiedenen Stellen. Drück Wechseln, Viereck ist es wahrscheinlich, um aufzugeben. Dann geht's zum Eingang zurück. So, schauen wir uns doch mal an, was wir hier jetzt machen können. Hier haben wir auch noch ein paar Insekten. Da hinten war ein Frosch noch. Da ist ein Item. Ich könnte mir vorstellen, dass ich... Ich probiere es einfach mal, dass ich vielleicht, lass mich durch, den Frosch hier fangen muss. Gib mal her, Froschi. Beziehungsweise, wenn ich jetzt, jetzt habe ich aus Versehen abbrechen geklickt, wahrscheinlich ja. Ne, ist ja nicht schlimm. Nehmen wir uns das Ganze nochmal. Du kannst Insekten und Frösche freilassen. Ah ja, genau, indem du die OK-Taste drückst. Ja. So. Wechseln zum Aufgeben. Gut. Probieren wir das mal. Wir haben jetzt hier mal einen Insekt freigelassen. Passiert nicht viel. Okay. Ich konnte jetzt den Frosch mitnehmen. Wahrscheinlich kann ich immer nur ein was mitnehmen. Ach, Moment. Ich gehe mal hier drüber. Ich hoffe, dass hier keine Zufallskämpfe kommen, dass wir uns wirklich... Scheiße. Verdammt, ja. Es kommen Zufallskämpfe. Achso, bevor ich jetzt hier auch weitermache, zur kurzen Erklärung. Ich habe ja, wie schon gesagt, ich habe die Materien und so weiter gelevelt, habe die alle Materien verkauft und ihr seht, ich habe jetzt 10 Millionen Jill zusammenbekommen dadurch. Also das ging irgendwann richtig schnell. Ich habe mir dann so ein Programm runtergeladen, wo dann, mit dem ich die Geschwindigkeit des Spiels erhöhen kann. Das heißt, ich habe dann immer nur ganz schnell klick, 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 klick gemacht. Hab dann halt gekämpft und so weiter und das Spiel lief aber in fünffacher Geschwindigkeit ab, weil ich habe das einfach nebenbei so gemacht, habe dann nebenbei Serie geschaut und immer nur geschaut, dass ich heilen muss und so weiter. Und es ging wirklich sehr schnell. Ich habe die alle Materien dann verkauft und es bringt sehr, sehr viel Geld, wenn man die verkauft. Also ihr seht es ja, wie viel ich jetzt hier mittlerweile zusammen habe. Und ja, hier im Wald werden wir leider von, bösen Gegnern genervt. Also ich kann mich jetzt leider nicht komplett darauf konzentrieren. Ich will nur mal gucken, dass ich mich trotzdem heile. Ich werde die Substanzen dran lassen. Ich versuche es jetzt einfach mal. Ich hoffe nicht, dass es mir ein Vibe dadurch bringt oder so. Und wir probieren jetzt einfach mal rum. Ich habe, wie gesagt, keinerlei Ahnung, was ich machen muss. Okay. Scheinbar sollte man das nicht machen. Okay. Dann versuchen wir doch mal, da auf den Berg zu gehen. Und ich habe gerade gesehen, das sind drei hängende Säcke. So, jetzt haben wir hier auch drei Insekten. Ich könnte mir vorstellen, dass wir alle drei Insekten
in einer dieser Säcke machen müssen. So, jetzt will ich natürlich gerne mal vorbeikommen. Dankeschön. Oder ich weiß nicht, was das darstellen soll. So, probieren wir das mal aus. Kann ich hier... Genau, jetzt ist nämlich ein Insekt schon mal drin. Holen wir uns mal das zweite Insekt. Habe ich es jetzt? Ja, ich habe es scheinbar. So, dann können wir jetzt hier rüberspringen, uns das zweite Insekt dahin fallen lassen. Oh, ich muss scheinbar mich beeilen. Ah, das geht nämlich wieder auf nach einer Weile. Okay. Hm. Okay, ich denke, ich habe einen Plan. Jetzt sind natürlich alle Insekten weg und nur der Frosch ist noch da. Deswegen werde ich jetzt gerade mal diese Abbrechen-Taste drücken und werde mir jetzt erstmal die ganzen Insekten holen. So, das wissen wir ja mittlerweile. Bla bla bla, genau. So, holen wir uns das Insekt. Und ich werde jetzt alle mal ganz nah dahin platzieren, dass ich nicht so weit laufen muss. Ich wusste ja nicht, dass es irgendwann wieder, aufgeht. Beziehungsweise die Viecher dann halt gefressen sind. So, alle mal hier hinschmeißen. So, ich muss mich, glaube ich, nochmal MP-mäßig heilen. Wir haben ja zum Glück genug Äther. Deswegen werde ich jetzt auch gar nicht zimperlich mit denen sein. So, hier haben wir doch das letzte Insekt. Und jetzt werden wir uns einfach mal hier dran vorbei bewegen. Nummer 1. Jetzt schnappe ich mir das nächste Insekt. Ups, jetzt habe ich, glaube ich, schon eins weggeschmissen. Nummer 2. Und jetzt beeilen. Holst dir doch mal so. Hüpf, hüpf. Nummer 3. Jetzt können wir hier drüber springen. Jetzt habe ich natürlich den Frosch nicht, aber ich hoffe mal, dass es jetzt kein Problem ist. So, aber wie mache ich das jetzt? Moment, ich will mal was testen. Also zumindest hier hätten sie es mal machen sollen, dass man... dass man nicht angegriffen wird. Jetzt habe ich mal gerade geguckt, was ich machen muss. Oh, Mist. Okay. Ah ja, ich habe jetzt dieses Item bekommen. Gut, wäre das soweit schon mal durch. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, wie ich das mit den Fröschen machen muss. Hier ist noch das nächste Item. Pistolenclip bekommen. Okay. Gehen wir mal in den nächsten Abschnitt. Ich denke, dass wir hier das jetzt soweit haben. Das sollte okay sein. Gucken wir mal hier drüben noch. Wir haben hier wieder ein paar Insekten. Hier ist nochmal diese komische Zunge. Da oben haben wir diese Pflanzen. Oh, und hier haben wir eine Materie. Ich gucke mal, ob das... Ah, okay. Also hier muss ich wirklich tierisch aufpassen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, dass ich nicht zu... Genau, das nämlich. Dass ich nicht zu geschwächt bin. So, machen wir mal Heilung 3. Oh, ja, das frisst so extremst MP. So. Ja, ja, nur gut, dass ich nochmal vorher einkaufen war. So, fangen wir nochmal an. Äther. Gut, passt schon. Gut, dann müssen wir garantiert uns mal ein Insekt mitnehmen. So, meine Vermutung ist jetzt hier, wir müssen uns über diese Zunge nach oben schmeißen lassen. Hier ist eine Höhle, sehe ich auch gerade. Aber nee, das ist nichts wirklich. Jetzt können wir mich hier rein, da springen und jetzt über das Ding dachte ich eigentlich die Materie holen. War wohl jetzt doch nicht so ganz. Oh. Lass mich los. Hm, wie mache ich das denn? Jetzt bin ich doch nochmal kurz verwirrt. Oh wei. Uiuiui, ich glaube, ich muss mich heilen, sonst bin ich beim nächsten Mal tot, oder? Das hat ja jetzt... Also mal mindestens 1100 abgezogen. Hm, okay. Ja, dann muss ich doch nochmal schauen, wie ich das am besten mache. Ich dachte eigentlich, dann hänge ich da an der Zunge und kann mir ganz in Ruhe dieses Ding da holen.
Aber wie komme ich denn jetzt hier zurück? Achso, einen Frosch brauche ich. Kann ich denn den Frosch in das Ding schmeißen? Ah. Scheinbar nicht. Hier haben wir noch einen Baumstamm. Da komme ich aber erst später hin. Ich habe auch keine Insekten mehr. Ah. Okay. Mist, ich habe aber nur den einen Frosch, ne? Das ist jetzt blöd. Also ich kann scheinbar auch Frösche da reinwerfen. Jetzt komme ich hier aber nicht mehr zurück. Ich glaube, da muss ich die Abbrechen-Taste mal drücken. Ich hoffe, ich bin da nicht komplett am Anfang des Waldes. Doch, ich bin komplett am Anfang des Waldes. Das ist ja zum Verrücktwerden. Na gut, machen wir das Ganze nochmal. So, ich habe eigentlich gehofft, dass ich dann nur in das Gebiet davor komme. Oder beziehungsweise am Eingang des einen Gebietes. Die Items haben wir hier ja. Das heißt, wir müssen hier ja zum Glück auch nichts mehr aufsammeln. So, das machen wir hier hin. Die machen wir daneben. Und jetzt holen wir uns noch die dritte. So. Ja, das wird schon. So, weiter geht's. Irgendwie habe ich so ein bisschen das Problem, dass ja, hier so fliegende Viecher sind und die sich ganz schlecht von meinen Waffen treffen lassen. Das nervt ein bisschen. Seitdem versuche ich halt irgendwie Magie zu benutzen oder Aufrufsubstanzen. Und die, ja, kosten halt schon sehr, sehr viele MP. Und das, ja, ich muss dauernd Ether nachfüllen. Das ist echt schlimm. Okay, probieren wir das jetzt hier nochmal. Wir nehmen uns mal die Mücke. So, hier an der Stelle hätten wir auch noch eine Mücke. Aber wir können ja eigentlich nur hier hochspringen. So, das hätten wir getan. Dann kann ich auch eigentlich nur das hier machen. Mehr geht nicht. Dann geht auch nur das und wir fallen hier runter. Ja. Gut, dann... Wir müssen hier eigentlich zu diesem komischen Ding da hoch. Ich probiere das hier nochmal. Also nach rechts konnte ich ja vorhin nicht. Das geht. Aber hier komme ich jetzt auch nicht weiter. So, ich habe jetzt mal geguckt, was ich hier machen muss, weil ich echt nicht wusste, was es sonst für Möglichkeiten gibt. Und es stand, ich soll wohl hier bleiben, bis die Pflanze irgendwas macht. Also im Ansatz war mir schon mal richtig. So, was haben wir denn jetzt hier oben? Was war das denn? Was ist das denn? Ich habe absolut keine Ahnung. Kann ich damit irgendwas machen? Ah, ja. Materie-Generalangriff bekommen. Gucken wir gleich mal, was das ist. Oh, können wir jetzt eigentlich mal machen. Materia. So, Generalangriff. Muss ja irgendwas ganz, ganz weit hier unten sein. So, und zwar... Generalangriff ist Slash und Flash. Da werden alle Gegner attackiert. Ja, keine Ahnung. Müsste ich mal ausrüsten. Obwohl, kann ich ja direkt mal machen. Wir brauchen ja eh noch ein bisschen was. So. Ganz nach unten wieder. Obwohl, ging das nicht mit einer Schnelltaste? Naja, egal. Ja, dann hatten wir es doch richtig. Ich weiß auch irgendwie immer noch nicht, was das darstellen soll. Und ich warte jetzt mal ab, vielleicht wird es ausgespuckt, weil rechts war ja auch nochmal so eine, so ein Dingens, so eine Pflanze. Spuckst du das nochmal aus oder nicht? Irgendwie nicht, oder? Pflanze? Ich hole mir jetzt mal die Mücke hier.
Die könnten wir ja... Okay, ich muss jetzt am besten nochmal alle heilen. Und ein Äther brauche auf jeden Fall noch. So. Dann Heilung. Ich habe... Ups. Nee, wie war denn das? Zauber, genau. Ich habe jetzt gemerkt, dass ich die Gegner doch nicht mit Zaubern platt machen muss. Es geht auch mit Normalangriffen, aber irgendwie sind die ultramäßig schnell am, ja, also die können schnell ausweichen, genau. Jetzt probiere ich mal, ob das hier auch noch geht mit dem Insekt oder ob das nur mit den Fröschen ging. Jetzt kann ich einfach nur drauf warten. Komm, spuck mich aus. Ah ja. Das ist also nicht stark genug. Wahrscheinlich muss ich dann wirklich den Frosch hier hin machen. Weil das Insekt kommt auch gar nicht wieder. Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ich auf den Baumstamm geschleudert werde und mir das Item dann da holen kann. Und dann nach oben, also nach Norden, wieder durchgehen kann. So, schauen wir uns das einfach mal an. Ja. Okay, ich wurde jetzt ganz woanders hingesteuert, das habe ich nicht erwartet. Aber immerhin besser als nichts. So, wir sind jetzt hier in einem neuen Abschnitt. Ich werde jetzt hier den Part erstmal beenden, beziehungsweise gucke ich gleich mal, ob ich vielleicht doch noch hier irgendwas machen muss. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder und oder beziehungsweise im nächsten Part wieder. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis dahin. Ciao.